Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass euer Gegenüber mehr mit dem Mund atmet als mit der Nase. Vielleicht habt ihr aber auch einen Partner, der sehr viel schnarcht. Oder auch Kinder, die hauptsächlich mit dem Mund statt mit der Nase atmen. Warum Mundatmung gewisse Kompensationsmechanismen in Gang setzt und es so wichtig ist, eine richtige Nasenatmung zu lernen, auch für den weiteren Verlauf des Lebens, das erfahrt ihr in diesem Video. Warum ist also Nasenatmung so wichtig? Mit der Nase atmen wir die Luft ein, so ist der physiologische Weg, denn es soll über die Flimmerhärchen die Luft gereinigt werden und zum anderen eben auch für unser System erwärmt werden. Das findet schon mal bei der Mundatmung so in dieser Form nicht statt. Dann haben wir auch Kieferhöhlen, die im Laufe unseres Lebens oder bis zum 7. Lebensjahr erstmal überhaupt wachsen müssen. Das heißt, jeder Atemzug gibt hier einen neuen Stimulus, dass unsere Kieferhöhlen sich auch entsprechend weiten. Wenn das alles nicht stattfindet, wird es eine bestimmte Fehlentwicklung auch von unserem Kiefer nach sich tragen. Denn die Decke der Kieferhöhle ist unser Gaumen. Und auch hier muss ein bestimmter Stimulus beispielsweise über die Zunge erfolgen, damit sich das ganze System inklusive Kiefer auch entsprechend weiten kann und wir nachher nicht Kompensationsmechanismen in Form von Kieferfehlstellungen entwickeln. Das ist das eine. Das andere, die Nasenatmung belüftet auch entsprechend die Ohrtrompete. Das bedeutet, wir haben einen Kanal vom Ohr bis zu unserem Rachen, der normalerweise kontinuierlich auch mit Schleim gefüllt sein kann, der aber durch die Nasenatmung ständig frei bleiben wird oder zumindest mal so in dieser Form befreit werden kann. Wenn wir aber jetzt nur noch durch den Mund atmen, verstopft dieser Kanal mit Schleim und es bilden sich häufig bei Kindern, aber eben auch später bei Erwachsenen, oftmals diese akuten und chronischen Mittelohrentzündungen, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Ihr seht also, diese Nasenatmung ist ganz, ganz entscheidend für ein physiologisches Wachstum des Kiefers und vor allen Dingen viele Erwachsene, die diese Nasenatmung im Kleinkind und im späteren Jugendalter nicht richtig gelernt haben, entwickeln immer stärkere Kompensationsmechanismen, um genau diese Funktionsausfälle zu beheben. Und das führt oftmals dazu, dass wir über die Jahre Kieferfehlstellungen entwickeln, teilweise aber auch organische Probleme bekommen und beispielsweise auch schnell aus der Puste kommen oder eben nachts schnarchen. Das alles kann ein Grund dafür sein. Wie entsteht jetzt in diesem ganzen System auch noch ein offener Biss? Denn die Nasenatmung ist zwar auf der einen Seite entscheidend, aber wenn wir beispielsweise nur mit dem Mund atmen, dann liegt die Zunge auch in diesem Bereich an einem ganz anderen Punkt. Normalerweise mit einer Nasenatmung liegt unsere Zunge oben hinter den Schneidezähnen. Das heißt, die Zunge drückt sich komplett gegen den Gaumen und ist damit ein Wachstumsstimulus, dass sich das ganze System auch vernünftig ausbilden kann und die Zähne sich entsprechend harmonisch einstellen können. Wenn das nicht erfolgt und ihr beispielsweise nur durch den Mund atmet, versucht einfach mal mit dem Mund, mit offenem Mund zu schlucken, dann werdet ihr merken, dass die Spitze der Zunge an den unteren Zähnen zu liegen kommt. Das heißt, wir haben keinen Stimulus mehr am Gaumen. Und das führt genau zu diesen Kompensationsmechanismen und Funktionsausfällen oder eben zu entsprechend entwickelten Kieferfehlstellungen, beispielsweise eben auch diesem offenen Biss. Zudem haben wir dann das Problem, wenn die Kinder eine vernünftige Nasenatmung nicht lernen und sich diese Mundatmung weiter etabliert, dann findet natürlich auch eine veränderte Lautbildung statt. Denn wenn beim Schluckmuster schon die Zunge an einem ganz anderen Punkt liegt, dann wird sich das auch über die Lautbildung entsprechend einstielen. Das heißt, viele Veränderungen, die vielleicht im Erwachsenenalter Probleme machen, werden auf eine Mundatmung zurückgeführt. Vielleicht ertappt ihr euch selber dabei, dass ihr vermehrt mit dem Mund atmet und einfach merkt, dass ihr auch relativ schnell aus der Puste kommt. Was passiert denn jetzt, wenn wir Kompensationsmechanismen haben und Funktionsausfälle haben? Beispielsweise nur durch den Mund atmen. Dann kriegen wir weniger Luft und viele Kinder atmen durch den Mund und gehen in sich zusammen und ganz gekrümmt. Das erfährt man auch bei vielen Erwachsenen. Wenn man sich aber dann wieder auf eine vernünftige Nasenatmung umtrainiert, dann wird man auch merken, dass man hier auch wieder weiter wird, ein anderes Standing hat im Leben und vielleicht auch gewisse Sinneseindrücke wieder ganz anders wahrnimmt. Denn das alles sind Kompensationsmechanismen, die natürlich auf unser gesamtes System wirken, nicht nur auf den Kiefer.
Wir haben eine andere Empfindung, wir haben andere Sinneseindrücke, wir fühlen uns anders und wir haben vielleicht auch eine ganz andere Stimmung.